Herzlich willkommen im Freilichtmuseum Roßscheider Hof. Frühjahr 2017, was gibt's Neues? Ziemlich viel. Die Hauptattraktion unseres Frühjahrs war natürlich die Eröffnung des Ladens aus Kilburg im Hauptgebäude. Und die schauen wir uns ganz am Ende dieses Videos auch noch an. Was gibt sonst Neues? Die Reichsarbeitsdienstbaracke ist mittlerweile fertig restauriert. Hier gibt es noch ein paar Bildchen vom Restaurieren. Dieses Jahr werden wir sie wohl eher nicht mehr aufbauen. Kein Geld, keine Zeit, keine Arbeitskräfte etc. Ja, was gibt's sonst noch? Bei unseren Hunsrückhäusern waren wir auch fleißig. Die werden jetzt so ganz langsam Stück für Stück hier renoviert. Das wird wohl noch so ein, zwei Jahre dauern, bis sie dann alle fertig sind. Dann haben wir noch einen Falken, beziehungsweise den haben wir eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist er auch wieder da. Hier zwei Bildchen von dem Guten, die brüten im Innenhof vom Hofgebäude. Wir freuen uns über diese, sie helfen uns etwas bei der Taubenplage und diese Tauben etwas zu verjagen. Was gibt's noch? Eine Filmcrew hat mir nochmal hier vom SWR, beziehungsweise ist meine Berliner Firma, die für den SWR gedreht hat. Die wollten irgendwas mit Kaufladen und alten Häusern machen. Soll im nächsten Herbst dann aktuell online sein. Das soll im nächsten Herbst dann irgendwann gesendet werden. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns noch die Eröffnung von unserem Laden aus Kilburg an. Herzlich willkommen hier zur Eröffnung des Ladens aus Kilburg im Freilichtmuseum Roßscheider Hof. Mein Name ist Helge Riede, ich bin hier bei der ehrenamtlichen Museumsleiter und heiße Sie herzlich willkommen. Und dieser Laden hat ja eine recht interessante Geschichte. Zuerst dachte ich, ja, wir richten da wieder Laden ein, wir haben ziemlich viel derartige Sachen im Magazin stehen und hier nicht so viel Platz hier, das jetzt überall aufzustellen. Und irgendwie wurde die Zeit dann für mich auch immer interessanter, nachdem der Herr Gräber von Volksfreund da war und das Sache nochmal genau angeschaut hat, dann sieht man, das ist ja eigentlich so als Wirtschaftswissenschaftler so eine Geschichte, wo man sagt, im Kleinen wird so die ganze Beziehung des Großen hier wieder mit abgebildet. Man hat den Tourismus um von der Jahrhundertwende, also vor der Jahrtausendwende, und sieht, wie der Aufschwung in der Eifel einigen Orten ist, vor allem entlang der Bahnlinie. Dann kommen der Erste Weltkrieg und die ganze Zeit der Grand Hotel ist irgendwie vorbei. Später erholt sich der wieder und dann hat man wieder das Problem in den 70er Jahren, wo die Fernreisen kommen und man eigentlich einen billigeren Urlaub in Mallorca oder sonst einem sonnigen südlichen Ziel machen kann, als es in Deutschland oder in vielen Bereichen der Tourismus total zusammenbricht. Und das sieht man auch in vielen vergleichbaren Orten, wie zum Beispiel zu Bad Gastein oder Semmering in Österreich oder Pantegrosa in den Pyrenäen. Das sind so Hotelsiedlungen mit 10 Grau-Hotels, wo dann heutzutage 8 leer stehen und vergammeln und verfaulen. Und das ist eigentlich kaum irgendwie wirtschaftlich hier darstellbar. Ja, und genau für solche Sachen ist unser Museum echt dankbar. Weil das ist auch ein Laden, letztendlich der vor vielen Jahren mal eingerichtet worden ist und wo dann einfach das Geld auch zur Modernisierung gefehlt hat. Geld immer so geblieben ist. Die Wirtschaftswissenschaftler sagen, hat irgendwie auf Verschleiß gefahren. Das heißt, man betreibt und irgendwann stirbt dann der Besitzer und
oder ist insolvent oder was auch immer. Und dann ist es da und ist eigentlich wie so ein Relikt aus der vergangenen Zeit, worüber wir sehr froh sind, weil wenn der jetzt irgendwie vor 30 Jahren modernisiert worden wäre, dann hätten wir jetzt nicht mehr so das Museum. Es gibt viele Sachen, die sich so als fossil erhalten haben. Auch einige unserer Häuser sind das zum Beispiel. Beispielsweise Haus Molz, das gebaut wurde und dann 10 Jahre bewohnt und dann nie mehr eigentlich so richtig dauerhaft bewohnt wurde. Und deshalb hat sich das so schön für unser Museum erhalten. Ja, jetzt frage ich, ist von Kilburg jemand da? Ja. Wollt ihr uns zu erzählen? Nein, ich bin in Kilburg geboren, 14 Jahre in der Ecke gegangen. Aber der Herr Schmidt, der ist viel kompetenter. Komm mal, du. Ich frage mal nicht, wer schießt. Mach's weg. Aber Sie erinnern sich noch an den Laden in Kilburg. Ja, ich habe den Herrn Klotz auch, der Dussi. Christian, du erinnerst dich wahrscheinlich noch sehr viel besser. Natürlich. Ja. Da ist jeder hingepilgert, wenigstens einmal, um sein Führerscheinfoto machen zu lassen. Und dann hat man dann im Wohnzimmer gestanden vor einer weißen Tapete. Er hat so ein Sofortbild, Polaroid-Gerät, wo 4 Bilder automatisch rauskamen. Und da hat jeder bei ihm vor der weißen Tapete gestanden. Also ich habe immer noch das Führerscheinfoto. Und da war das, dass du das in einer anderen Generation bist. Also ich habe mein erstes Foto da ungefähr 1967 machen lassen, mit 9 Jahren oder so. Hatte noch keine Sofortbild gehabt, also hatte auch keine weiße Tapete, sondern es war im Hintergrund ist so eine 70er-Jahre-Tapete mit so einem Blümchenmuster oder so. Und es war wirklich so, Kilburg war ja bis Anfang der 70er Jahre ein florierender Fremdenverkehrsort und dann ging es halt relativ bergab. Und ich meine, wenn man sich die Geschichte von Kilburg ansieht, also die Größenzeit war halt nie zwischen 1870, als die Eisenbahn Köln-Trier gebaut worden ist, bis ungefähr zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und danach, wie soll ich sagen, gab es zwar auch wieder eine Blüte, aber das war eigentlich dann auch eine Scheinblüte. Während der Zeit des Faschismus zum Beispiel gab es da so KDF-Reisen dahin. Gibt es auch Fotos von. Das war aber eigentlich eine Scheinblüte. Und ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch dann wieder so eine kurze Blüte. Das waren dann diese Schano-Reisen, also dieser Billigurlaub. Und ich meine, man kann es halt festmachen an dem Hotel Eifler Hof. Das hatte 200 Betten, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das war das größte Hotel in der Eifel. Der Kaiser war einmal zu Besuch da, allerdings nur für eine halbe Stunde. Aber davon zehrt man halt heute auch noch in Kilburg. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen erstens mal, der Klimawandel macht nicht nur an weiblichen Unterhosen, sondern auch vor Einführenden im Museum nicht halt. Entschuldigen Sie bitte meine kurze Hose, aber es ist warm genug. Zum anderen, man stellt fest, dass die Artikel im TV seit neuestem etwas besser werden über das Museum. Das wir übrigens zusammen mit der, sagen wir mal, Einführung unseres Direktors fast schon meinen eigenen Vortrag, deswegen kann ich mich kurz halten. Ja, diejenigen, die aus Kilburg hier gekommen sind und den Laden am Ursprungsstandort kennen, werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, indem sie sagen, oh, der Laden war doch in Kilburg viel schöner und viel größer. Und schöner war er deswegen, weil die Fassade glücklicherweise in Kilburg geblieben ist und ich hoffe auch, dass sie da endlich mal entsprechend gewürdigt wird und irgendwann mal eine Restaurierung anheimfällt. Ansonsten ist von dem Laden, den wir in Kilburg abgebaut haben, etwa 50% jetzt ausgestellt, die wichtigsten und schönsten Teile. Und ich werde, wenn Herr Linden mal nicht mehr hier hinkommen sollte, auch noch andere Teile aus diesem Laden aufbauen. Ja, wann ist der Laden entstanden? 1905 gründet Herr Quirin eben nach 2 vorherigen Standorten in Kilburg, lässt er dieses Haus wohl neu erbauen und den Laden in einem Guss, und das muss man sagen, einrichten. Und zwar in einem damals ziemlich modernen Stil, einem sogenannten Jugendstil. Sie wissen Darmstadt und da muss ich jetzt nicht lange drüber reden. Das sieht man den Möbeln auch an. Und glücklicherweise, und das ist eben das Schöne, was der Helge Rieder auch eben gesagt hat, man kann Beharrsamkeit, was ja nun eine Grundtugend der Mosellaner, wo ich wohne, und der Eifler und der Hunsrücker ist, natürlich auch negativ sehen. Man kann es aber auch positiv sehen, indem man sagt,
diese Dinge da, die haben ja mal einen gewissen Wert gehabt. Sie haben mal Geld gekostet. Und warum soll ich die zugunsten von irgendwelchen Pressspanmöbeln aus schwedischen Billigmöbelhäusern ersetzen? Ja? Gut, also der Laden ist weitgehend aus einem Guss. Leider, und das muss man jetzt dazu sagen, war das Warenprogramm, was noch vorhanden war, nicht mehr ganz so üppig. Herr Klotz hatte halt schon vieles verkauft, viele wichtige Dinge verkauft. Unter anderem, und das fand ich ganz wichtig, das deckt sich wieder mit Ihnen, Herr Nemes, als Sie eben von diesem Scheinaufschwung sprachen. Scheinaufschwung in der Eifel heißt auch der Bau des Westwalls. Also jener Befestigung im Westen, die ja eigentlich zur Verteidigung dienen sollte, aber grundsätzlich auch mal eigentlich einem aggressiven Politik der Nationalsozialisten diente, indem man nach Osten sich expandieren konnte. Es gab Stocknägel, da stand die Westbefestigung. Die waren natürlich begehrt auch bei Militariasammlern. Und beim Räumen des Ladens fand sich noch genau ein einziger und der lag glücklicherweise unter der Theke. Ja, also von daher gesehen, der ist dann auch den Leuten, die sie haben wollten, entgangen. Ja, wenn wir deswegen auch so wenig aufgebaut haben, dann auch aus dem einfachen Grund, weil ich doch Mühe hatte, diesen Laden zu füllen. Das heißt also, wenn Sie jetzt reingehen, dann ist auf der linken Seite von hier aus gesehen, der Originalbestand aus dem Klotzschen Laden. Ich habe deswegen auch noch einen Schwimmring ausgestellt für Kinder. Denn wenn ich persönlich eine schöne Erinnerung an Kilburg habe, ist das, dass ich mit meinen Freunden, ich wohnte damals in Rheinsfeld in der Eifel, aber der Hausmeister war aus Mahlberg von der Schule. Obwohl es Spannungen zwischen Schülern und Hausmeistern eigentlich immer gab, ja, sind wir dann mal mit allen Freunden mit dem Fahrrad von Rheinsfeld bis Moorweiler bei Mahlberg gefahren, haben dort gezeltet. Und eines der schönsten Erlebnisse für mich war immer der Besuch dieses idyllischen Schwimmbades in Kilburg. Und ich war richtig froh, als ich den Schwimmreifen und auch noch die schönen Postkarten aus den 60er Jahren dieses Schwimmbades gefunden habe. So, genug der Rede. Sie wissen, Freilichtmuseen sind nicht dazu da, dass sie sich von irgendwelchen dubiosen Angestellten wie mir den Kopf zulabern lassen sollten, sondern sie sollen gucken, aufmerksam gucken und vielleicht auch so gucken, dass man immer wieder feststellen sollte, wie weit wir eigentlich mit der Vergangenheit, die wir ausstellen, vom heutigen realen Leben entfernt sind oder entfernt zu sein scheinen. Ich danke Ihnen.